So, willkommen zu Call of Duty. Und zwar hatte ich hier echt ein paar Probleme gehabt. Und zwar, welches Spiel aufnehme, ist das Spiel also praktisch nach der Aufnahme sehr dunkel. Also, das heißt, ich muss das Bett gespielt habe, gefilmt habe, dann bei YouTube hochgeladen habe, müsste ich doch mal die Helligkeit neu rendern bei YouTube, weil. Wenn ich hier das abfilme, ist es extrem dunkel, also wundert euch dann nicht. Also ich hoffe, dass es trotzdem euch gefällt. Dann fangen wir einfach mal an. 9. August 1942. Morgen wieder lange Märsche, dann Hinterniskurs mit Captain Foley und Waffentraining. Mit Zahnchen Moody sind alle müde. Gestern wurde wieder einer unserer Einheit zurückgerufen. Er flehte Sergeant an, hier zu bleiben zu dürfen. Meine Einheit, das 506. Fallschirmregiment, besteht nur aus Freiwilligen. Ich habe Glück, mit denen zu dienen. Auf Jungs kann man sich wirklich verlassen. Unsere Offiziere stehen auf den Drill. Ich trainiere seit Monaten und bin noch nie aus dem Flugzeug abgesprungen. Die Armee hatte nie zuvor eine Springereinheit und das macht hier alle nervös. Und was alle nervös macht, macht den Drill noch härter. Naja, dann fangen wir einfach mal an hier. Alles klar, herhören. Private Martin, heute absolvieren Sie den Hinderniskurs und das Waffentraining. Bevor Sie mit dem Hinderniskurs beginnen, lesen Sie die Schilder da und tun Sie, was draufsteht. Löschbegranaten und feindliche Stellung aus. Greift im Team an. Mach nicht denselben Fehler, bleib immer in Deckung. Lade vor. Ein Angriff nach. Gut, prüfen Sie jetzt die Einsatzziele. Sperrfeuer, dann flankieren. Zusätzlich ist die Lage des aktuellen Ziels mit einem Stern auf Ihrem Kompass markiert. Wenn Sie sich dem aktuellen Ziel nähern, wandert der Stern in die Mitte des Kompasses. Nähern Sie sich dem aktuellen Ziel. Wunderbar, weiter jetzt. Das ist nah genug. Sie werden sehen, dass das Ziel jetzt abgehakt ist und Sie ein neues haben. In Ordnung, Martin. Öffnen Sie das Tor. Und Martin, schön, dich zu sehen. Bewegung, ich habe Sie also auch hierher verfrachtet. Ey. Rüberspringen, Elder. Na los, vorwärts! Jetzt nicht wird's üben. Laut. Jetzt rein in den Dreck und rocken Sie unter dem Stacheldraht durch. Jetzt wird's laut. Sergeant, machen Sie diese MGs bereit. Dann bleiben. Die Leiter hoch, Privates. Los, los, los! Na los doch! Alter, das ist echt eine Macke, Alter! Private Martin, gehen Sie durch diese Tür. Sergeant Moody wird Sie mit dem Waffentraining führen. Der Rest der Ladies bleibt hier. Im Wachturm. Nehmen Sie einen der M1A1-Karabiner vom Tisch. Zusätzliche Munition können Sie von herumliegenden Waffen des gleichen Typs aufsammeln. Die Patronen in Ihrer Waffe und der Patronen, die Sie bei sich tragen, sehen Sie unten rechts im HUD. Behalten Sie sie im Auge, Soldat. Ja, komm, laber nur so viel. Meine Fresse auch noch. Nähern Sie sich dem Zaun und feuern Sie 6 Kugeln auf Ihr Ziel. Die Zielgenauigkeit die Größe des Fadenkreuzes. Feuern Sie 6 weitere Kugeln in verschiedenen Stellungen und in Bewegung auf das Ziel. Wenn Sie sich nicht bewegen und wenn Sie sich ducken oder hinlegen, zielen Sie genauer. Das kann über Leben und Tod entscheiden. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Nehmen Sie jetzt ein Springfield-Gewehr vom Tisch. Im Austausch gegen Ihren Karabiner. Drehen Sie sich nach links, gehen Sie zum Zaun und feuern Sie 2 Kugeln auf das Ziel. In Ordnung. Ich hoffe, es ist klar, dass Sie mit der Zielvorrichtung genauer zielen können. In Ordnung, Private. Wenn Sie nicht 3 Eier haben, abgesehen von Handfeuerwaffen und Granaten. Gehen Sie einen Schritt und gucken Sie durch die Tür. Sich dann langsamer. Dann Sie den Gegner mit dem Kolben Ihrer Waffe schlagen. Das nennt sich Kolbenschlag. Versuchen Sie es mit der Thompson. Naja, halt doch Sie hier. Auf, Junge. Das Ding ist gelb. Weg jetzt die Waffe, Private. Wenn Sie nicht so dumm wie hässlich sind, dämmert Ihnen vielleicht, dass jeder hat. Mit der hier. Beißen Sie vielleicht ins Gras. Hervorragend, Private. Weiter zum nächsten Bereich.
werfen Sie in jede Öffnung vor sich eine Granate. Und... Ui. Hinter den Betonpfeiler und lehnen Sie sich nach links und rechts. So haben Sie Deckung vor dem Feind. Wenn Sie verletzt sind, schnappen Sie sich eins dieser Sanitätersets. Spielen Sie nicht den Helden. Das Ding kann Ihr Leben retten. Tick, 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 tick. Auf ihr sehen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben, um Ihren Hintern wegzuschaffen, bevor er in die Luft geht. Herrlich. Saubere Arbeit, Frank. Das wird geil. Company Baker, herhören. Jetzt geht es richtig los. Operation Overlord, die Invasion der Normandie über den See- und Luftweg. Am D-Day zur Stunde H wird die Infanterie auf dem Seeweg 5 Strände der Normandie erstürmen. Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Die Strände Utah und Omaha greifen wir mit 3 unserer Infanteriedivisionen an. Zur gleichen Zeit landen 2 britische und eine kanadische Division an den Stränden Gold, Juno und Sword. Die Luftstreitkräfte landen 6 Stunden vor der Stunde H, vor den Bombardements zu Luft und See. Die 6. Division der britischen Luftwaffe wird hier landen. Zur gleichen Zeit landen die 101. und die 82. in diesen Gebieten. Die Mündung des Flusses Doose hier teilt Utah und Omaha. Die Aufgabe der 101. ist es, die Brücken über die Doose einzunehmen, um Utah und Omaha zu verbinden und die Flanken von Utah zu sichern. Das hier ist der Hauptverkehrsweg, der die gesamte Cotentin-Halbinsel verbindet. Die deutschen Truppen konzentrieren sich in diesem Gebiet. Wenn Sie für einen Gegenangriff an den Stränden mobilisiert werden, müssen Sie an dieser Straße entlang. Die 101. wird dafür sorgen, dass das nicht passiert. Der Kompanie Baker, das sind wir, wurde dieser Pfad hier zugewiesen. Die Aufklärer, zu denen Private Martin gehört, werden vor den Hauptstreitkräften abgesetzt und markieren mit Leuchtbojen auf dem Boden die Landezonen. Wir wissen jedoch nicht, wie sich die Lage entwickelt, wenn wir unten sind. Sie werden sich also alle die Aufgaben sowohl der 101. als auch der 82. einprägen. Sie werden auch diese Karten und Fotos studieren, bis Sie sie in- und auswendig kennen. Wir landen hinter dem Atlantikwall, zwischen mehreren deutschen Garnisonen. Wir müssen damit rechnen, erst nach mehreren Stunden Verstärkung zu bekommen. Dafür haben wir die ganze Zeit trainiert. Viel Glück. 5. Juni 1944, 18 Uhr, Greenham Common, England. In ungefähr 3 Stunden bin ich in der Normandie. Als Pfadfinder lande ich vor der eigentlichen Einheit. Wir Pfadfinder gehen runter und platzieren Sender bei den Landebereichen, damit die Piloten den Rest von uns abwerfen können. Sie schicken uns vor dem anderen rein direkt in den frühen Morgenstunden, um die Flanken des Strandes zu sichern. Direkt bei dem Tagesanbruch werden die eigentlichen Invasionstruppen landen. Mehrere Wochen lang hatten man die komplette Invasionstruppe, mehr als 175.000 Männer, eingefärscht und vor dem Außenfeld abgeschnitten. Jeder musste Karten und Schlachtpläne auswendig lernen. Wir wollen jetzt alle endlich nach Frankreich. Vor ein paar Stunden hat uns General Eisenhower besucht. Wenn wir das jetzt schaffen, dürfen sich die Deutschen auf eine nette Überraschung freuen. Aber bevor wir das machen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Haut rein. Bis dann. Ich freue mich schon.